Hallo und herzlich willkommen zu Russia Fishing 4. Ja, wir sind jetzt gerade hier am Strafsee. So sieht das gute Stück aus. Und wir haben jetzt die Aufgabe, 1 Kilo Fisch zu fangen. Man kommt hier hin, wenn man sich nicht benommen hat, sprich andere Spieler beleidigt hat im Spiel oder im Forum, dann wird man quasi hier strafversetzt, bevor man gebannt wird. Ist das quasi so eine Verwarnung hier. Wir nehmen uns jetzt mal hier die Stipproute. Dann gucken wir mal, ob wir hier was fangen. Ist auf jeden Fall nicht einfach, hier was zu fangen. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch so Abstufungen geben. Sprich, dass man mehr Kilo fangen muss, wenn das Vergehen größer war. Ist auf jeden Fall eine coole Idee und sollte die Leute dann mal so einen Denkanstoß geben, wie man sich denn so verhalten zu hat. Da kann man bis. Oh, das ist auch was ganz, ganz Kleines. Kriegt die Pose kaum runtergezogen. Hier muss man auf jeden Fall sehr viel Geduld haben. Aber man soll ja auch nicht sofort wieder hier rauskommen. Im Normalfall werden die meisten den See sie niemals sehen. Aber darum zeige ich euch den mal, damit ihr den auch mal gesehen habt. Da haben wir unseren ersten Fisch hier. Da haben wir unsere erste Karausche. Kriegen wir sogar XP für. Mit 235 Gramm. Also 1 Kilo ist noch nicht so schwer zu erreichen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache so. Da haben wir unseren nächsten Fisch. Eine Grundel. Gehen wir so ein bisschen weiter hier. Hier liegen so ein paar Fässer im Wasser und alte Reifen. Gucken wir mal, ob wir hier was fangen.
Ja, es gibt jetzt auch einen deutschen Support unter support@rf4game.de, könnt ihr, wenn ihr Support-Fragen habt, alle E-Mails jetzt hinschicken. Braucht jetzt nicht mehr über das russische Support-Team gehen, geht jetzt direkt an das deutsche Team. Da zoppelt wieder was. Ja, wie man sieht, sitzt man ganz schön lange schon hier. Nur um so ein paar Fische hier zu fangen. Sprich, wenn man später irgendwie so 10 Kilo oder so oder 30 Kilo fangen muss, dann wird das ganz schön, ja, mühselig. Und das muss man auch noch in einer bestimmten Zeit schaffen. Sonst ist das ungültig. Wie die Rekorde und so, die werden hier auch angezeigt. Da hat einer gerade einen 23 Kilo Karpfen gefangen. Können wir mal gucken, ob es hier so eine Rangliste gibt, aber ich glaube schon. Ja, genau, gibt's auch. Wir sind noch nicht hier drin. Aber da wurden schon einige versetzt dann. Schleien gibt es ja auch, wie ich sehe. Können wir mal Brotteig versuchen. Vielleicht klappt das besser damit. Also hier gibt es auch schon größere Fische, aber die muss man erstmal fangen. Wird wahrscheinlich dann auch eine bestimmte Art an Köder nur verwendet werden dürfen. Hier muss man sich auf jeden Fall eine Zeit lang aufhalten, um das zu schaffen. Wir haben jetzt 300 Gramm gerade mal zusammen. So, da ein bisschen drüber. Da haben wir den nächsten Biss. Haben wir auch eine Schlei, ach, eine Garausche, eine Goldgarausche. Mit 400 Gramm. Jetzt müssten wir fast an den Kilo dran sein. Müssen wir gerade mal im Kescher gucken. Oh, ist fast ein Kilo haben wir zusammen.
Auf jeden Fall, wenn man später mehr Kilozahl hier fangen muss oder eine größere Kilozahl, wird sowas schon schwer. Da wird man wahrscheinlich dann Tage hier dran sitzen. Tut sich jetzt auch wieder nichts. Gehen wir mal rum. Ist auf jeden Fall ganz cool. Da kriegen wir wieder einen Biss. Jetzt haben wir unser Kilo zusammen. Und normal ist man dann jetzt wieder frei. Aber das funktioniert jetzt auch nicht richtig. Wird aber jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall aktiv werden. Und dann. Ja, würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Habt ihr den See auf jeden Fall mal gesehen? Ich hoffe, dass er da gar nicht hinkommt, dass er euch immer benehmt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!